Ich bin's, Captain Ilimar. Und meine Prüfung findet nur wenige Schritte von hier statt. Und zwar hier in der Vegetationshöhle. Noch ein paar Worte der Warnung. Die Pokémon in der Vegetationshöhle sind ganz schön stark. Du solltest also ein paar Tränke mitnehmen, damit du keine böse Überraschung erlebst. In der Alola-Region hat es Tradition, die Inselmannschaft anzutreten, sich ihnen ihren Prüfungen zu stellen und so seine eigenen Grenzen zu testen. Sobald du die Vegetationshöhle betreten hast, kannst du sie erst wieder verlassen, nachdem du die Prüfung bestanden hast. Bist du bereit? So wie die Top 4 in allen anderen Pokémon-Spielen. Also man entscheidet sich einmal und kann dann nie wieder zurück, außer man besteht's. Ich bin bereit, ich bin immer bereit, auf geht's. Also dann, ich erwarte dich im Inneren. Ja, dann gehen wir mal rein und lassen uns fangen. Das ist eine Falle. Das ist eine Falle. Wir sind drin gefangen und kommen nicht mehr hinaus. Die Inselprüfung erwartet uns. So, da ist sie schon, die Ilimar, und weist uns ein in die Vegetationshöhle. Willkommen in der Vegetationshöhle. Ich bin Captain Ilimar, aber das weißt du ja bereits. Ich erkläre dir jetzt erstmal den Ablauf der Prüfung. Deine Aufgaben hier bestehen aus folgendem. Da sehe ich schon einen Ratzfratz. Ein Alola-Ratzfratz. Besiege drei Pokémon, die sich in ihren Nesthöhlen verstecken. Sobald das geschafft ist, dringst du ins Innerste der Höhle vor und nimmst dort den Z-Kristall aus dem Sockel. Ja, der Schlüssel zum Erfolg ist das Zusammenspiel mit deinen Pokémon. Oh, eine Sache hatte ich noch gar nicht erwähnt. In dieser Höhle hausen ziemlich starke Pokémon. Zudem lebt an diesem Ort noch ein besonders starkes Pokémon, ein sogenannter Herrscher. Zweifelsohne wird dieser bei der Prüfung das größte Hindernis für dich darstellen. Ach ja, und noch etwas hätte ich doch das vergessen zu erwähnen. Pokémon darfst du hier nur fangen, wenn du die Prüfung geschafft hast. Du wirst die Prüfung also mit deinem aktuellen Team bestreiten müssen. So, und jetzt geht's auch schon los. Die erste der 8 Prüfungen deiner Inselmannschaft. Mach dich bereit, es ist Prüfungszeit. Die Prüfung beginnt. Na denn. Dann schmeißen wir uns mal auf ins Getümmel und schnüffeln gleich mal an einer Nisthöhle. Schnüffeln klingt falsch. Das ist eine kleine Nisthöhle. Möchtest du hineinsehen? Ja, ich möchte hineinsehen. Da kommt schon ein wildes Pokémon. Es ist ein wildes Alola Ratzi. Nein, Ratzfatz. Ja, Ratzikal ist es nicht. Ein Ratzfatz. Los, Izzy. Izzy versus Ratzfatz. Wie wär's denn mit Schnabel? Das soll laut Beschreibung effektiv sein. Verteidigung von Izzy steigt, okay. So, Schnabel effektiv, ja gut. Wie wär's mit Umklammerung? Das soll auch effektiv sein. Jetzt kriegen wir's mit einem Misch aus diesen beiden Attacken hin. Das Ratzfatz zu besiegen. Zack, ist es doch nur Level 11. Das kriegen wir hin, wir sind Level 12. Komm, hau rein. Panzeran! Zack! Okay, das sah spektakulös aus. Das war eine gute Attacke. Aber wir kriegen es trotzdem hin. Hochzug! Hieb! Hochzug, Hieb natürlich. Zack! So. Und weiter das Pokémon schwächen. Voll auf die Rübe! Voll auf die Möhre! So, da war es um das Ratzfatz geschehen. Sie erhält ein paar Erfahrungspunkte und geht siegreich aus dem Kampf hervor. Ben erreicht Level 9. Trugtrainer. Was auch immer das bringen soll. Du musst noch 2 Pokémon besiegen. Dann besiegen wir noch 2 Pokémon, oder? Sie ist leer. Okay. Dann suchen wir eine volle.
den Supertrank gefunden. Den können wir gebrauchen bei der Herrscherprüfung. Ganz bestimmt können wir den gebrauchen. Oh, ein Stein. Ein Blattstein. Ein sehr moosiger Stein. Oh, wir müssen den jetzt auch besiegen. Zählt der dann, wenn ich den jetzt besiege? Sie. Los, kämpfe sie. Gib dein Bestes. Schnabel. Schnabel war doch bisher auch effektiv. Kann man auch weiternehmen. Verteidigung steigt. Warum seine Attacke bei mir Verteidigungssteigerung bringt, weiß ich nicht. Aber gut. Wenn du meinst. Das ist auf jeden Fall eine gute Attacke, die Werte von dem anderen, vom gegnerischen Pokémon zu steigern. Das ist sehr ratsam. Das gegnerische Pokémon zu stärken im Kampf. Ich verstehe ja generell nicht viel von Kampftaktik so im Real Life und sowas, aber ist das nicht ein bisschen bescheuert, wenn man das gegnerische Team stärkt? Das will man doch besiegen, oder? Ich bin jetzt kein Typ von der Army. Ich kann das jetzt nicht sagen, wie das so ist mit Taktiken und so, aber das klingt schon ziemlich blöde. Du musst doch einen Pokémon besiegen. Wie wär's denn mit dem hier in der Hülle? Siehst du, okay, da gibt's keins. Eine Tristubeere auf dem Boden liegend gefunden. Joa, nice. So, dann gehen wir mal hier runter und holen uns ein Item. TM 31 Durchbruch. Die müssen wir bei den Pokémon mal beibringen. Ich habe schon einige TMs gesammelt. So, eins müssen wir noch finden. Irgendwo hier da ist noch ein Pokémon. Wo wohl? Ich weiß das nicht. Sagt mir, wo ich ein Pokémon finden kann. Ich finde es bestimmt nicht. Wo könnte hier nur ein Pokémon sein? So knifflig. Komm nicht drauf. Hier bestimmt nicht, oder? Das ist eine kleine Niste. Da möchtest du hineinsehen. Nö, lass mal. Natürlich gucke ich hinein. Aha. Ich guck nochmal hinein. Sie ist leer. Aber da oben ist nicht leer. Okay. Also hier runter und da hoch und dann da oben reingucken, oder was? Hineinsehen. Machen wir Nuki Nuki. Sie ist leer. Okay, jetzt kommt der da drüben raus. Na komm, den werden wir auch kriegen. Den fangen wir uns. Den greifen wir uns. Und der da ist der Aufseher, oder was? X-Abwehr gefunden. Ja, vielen Dank für das Item. Das ist eine kleine Nisthöhle. Möchtest du hineinsehen? Joa, ich gucke hinein. Sie ist leer. Was zum Geier. Muss ich mich wohl beeilen, dass ich hinkomme. Muss wohl schnell dahin sprinten. Oh nein, nicht die schon wieder. Dem Skull. Das kennen wir aber aus Pokémon Sonne, oder? Die kam doch auch hier her. Das ist nicht ganz unerwartet. Krache für die Abregung am Strand, du Balk. Erinnerst du dich noch an uns? Nö, wer seid ihr? Da gucken sie verdutzt. Echt jetzt? Und wenn die uns so hinstellen wie neulich, erinnerst du dich jetzt an... Erinnert sich dein Dickschädel jetzt an uns? Aber das ist doch jetzt völlig schnupszwiebelegal. Wir haben uns hier in eine Höhle geschlichen, um den nervigen Bike gehörig den Strich durch die Prüfung zu machen. Alles klar, Bro? Jo, und mir einen Strich durch die Rechnung. Ja, ist klar. Ja klar, wie Klosbrühe. Dann mal los, wir klauen der jetzt alle Pokémon. Ihr mir Pokémon klauen. Ja. Wollt ihr es mal versuchen? Vielleicht wird es mich ja amüsieren. Der Versuch. Der Versuch wird bestimmt ganz lustig. Na, was habt ihr denn für Pokémon? Ein Traumato. Mit einem Traumato willst du mich besiegen und willst mir einen Pokémon abknüpfen. Ist klar. Ist klar. Mach da mal. Versuch's. Ich setze mal ein paar Tränke ein hier. Dass sie wieder aufheilen. Die sie wieder aufheilen. Oha. Jetzt habe ich das Wort aufheilen benutzt. Aufheilen. Ja, entstandenen Pokémon Gelb.
die gelbe Edition. Tja, ich hab's mir schon fast abgewöhnt, aber jetzt habe ich es doch nochmal gewählt. Schmarotzer, das soll sehr effektiv sein sogar. Effektiv spricht dein Wort richtig aus. Und da war es um das Traumato geschehen. Nice. So viel dazu. Sehr recht, Level 13. Psywelle, okay, das kannst du haben. Wie wäre es denn mit Reflektor? Das kannst du doch vergessen. Hat doch bisher auch nicht gebracht. Hast doch nie eingesetzt. So. Dann geht's mal weiter. Wenn er recht Level 10 den Skullrüpel besiegt. Achso, ist ja schon das Ende. Was hat ein Loser wie ich überhaupt bei Team Skull verloren? Das frag ich mich auch. Was du überhaupt hier zu suchen hast. Das frage ich mich. Was geht's denn jetzt ab? Ich check's nicht. Da brummt mir der Schädel. Ist das Balk so stark oder sind wir zu schwach? Ich würde sagen, ihr seid zu schwach. Also ich bin noch nicht zu stark. Also meine Pokémon sind noch nicht sehr trainiert. Also ihr seid zu schwach. Eindeutig. Eindeutig seid ihr das. Das hätte doch glatt ganz anders laufen sollen. Aber ja, dies ist immer echt viel zu stark. Vergessen wir kurz mal das doofe Balk. Harmonie. Oh wie. Diese ganze Prüfungsstätte ist unheimlich. Da sagst du was, Bro. Normale Pokémon lassen sich hier erst gar nicht blicken. Muss einen krassen Balk hier liegen. Meine Fresse, diese Leute hier. Die gehen mir auf den Senkel. Diese Skullrüpel. Aber jetzt mal im Ernst. Wer da hinten haust ein super krasses Pokémon? Geht dir das in den Schädel? Mach dich besser schnell vom Acker. Ich mich vom Acker machen. Ihr macht euch besser und gleich mal vom Acker. Niemand macht sich hier vom Acker. Rache ist das Gebot der Stunde. Kapiert. Wir blockieren ihre Misthöhlen. Und wenn die ratzfatz ihren Schädel rausstecken, schnappen wir sie uns. Checkst du das? Nicht jetzt. Geschnallt klingt nach einem Plan. Auf geht's. Jetzt helfen sie mir bei meiner Mission. Und blockieren die ganzen... Ja, dafür ist Team Skull dann auch gut. Ja, vielen Dank dafür, aber sonst seid ihr ziemlich unnütz. Das ist eine kleine Nisthöhle. Möchtest du hineinsehen? Na, dann mach mal. Da war Team Skull ausnahmsweise mal hilfreich. Ein Radikal erscheint. Los, Izzy. Volle Power. Greif an, was das Zeug hält. Besiegt das Radikal. Vielleicht mit Schmarotzer. Nein, das wird nichts bringen. Das war ja eine Attacke, die auch gegen Ratzfatz nicht sehr effektiv war. Also, ja, kann ich hier auch nicht viel erwarten. Schnabel vielleicht, das war sehr effektiv gegen Ratzfatz. Dann wird es vielleicht gegen ein Radikal auch was bringen. Zack. Jo, okay, ja, obwohl Schmarotzer war auch gut. Können wir mal nehmen. Ist auch benutzbar. Ja, kann man machen. Kann man nutzen. Kann man noch versuchen. Psywelle wollte ich auch mal versuchen. Was bringt das? Wir werden das bestimmt gleich versuchen, herausfinden. Hat keine Wirkung auf das Radikalwild. Okay, dann machen wir mal noch mal einen Schnabel. Und dann noch ein... Wie hieß die Attacke, die erste? Ein Schmarotzer. Und dann Schmarotzer, wie hieß es zu Tode? Fehlgeschlagen. Was? Achso, das ist die Attacke von Radikal. Ja, das ist in Ordnung. Das Radikal wurde besiegt. Dann können wir jetzt wohl zum Pokémon Level 12. Das ist gut. Auch so wird das Team getrainiert. Hoodie erreicht Level 14. Rasierblatt. Rasierblatt, das brauchen wir. Unbedingt. Da vergesse ich doch glatt. Deckel dafür. Ja, Deckel vergessen und Rasierblatt erlernt. Das ist doch supi. Wenn erreicht Level 11. Boah, jede Menge Level-Ups hier. Du hast alle Pokémon besiegt. Und die stehen jetzt weiter Patrouille dort. Vor den Löchern. Ja, sollen sie mal machen. Sind sie beschäftigt. Haben sie ein Hobby. Jo, 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 ich hab keinen Bock mehr. Ach, komm, 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 komm. Streng dich an, bleib ein bisschen dran. Da wird bestimmt bald ein Pokémon rauskommen. Also, bleib dran. Da wird was kommen. Bin sicher, du schaffst das. Ich bin der Prüfungshelfer und unterstütze Mädchen und Jungen bei ihrer Silberwanderschaft. Absolut fantastisch. Du hast alle drei Pokémon bezwungen.
Bitte begib dich nun ins Innerste der Höhle. Ersten aller Pokémon hier in dieser Herausforderung. Vegetation zu Herrscherbereich. Na dann, begegnen wir dem Herrscher. Einmal hier den Stein rausnehmen und dann dich beschleicht. Das unheimliche Gefühl, von einem stechenden Blick verfolgt zu werden. Möchtest du den Z-Kristall aus dem Sockel nehmen? Natürlich nehme ich den da raus. Aber was? Oha, da haben wir ein Radikal. Ein riesiges Herrscher-Radikal. Radikal, der Herrscher. Der Vegetationshülle ist von dir. Nun was? Na dann, ein riesiges, großes Herrscher-Radikal greift an. Radikal hüllt sich in eine besondere Aura und steigert so sein irgendwas. So schnell kann ich nicht lesen. Tut mir leid. So, Izzy, dann würde ich mal sagen, mit Schnabel bist du effektiv. Versuch's mal. Versuch's mal damit. Okay. Der Biss hat einiges gebracht. Ruft Mitstreiter. Okay. Der Kampf wird wohl etwas zäher. Ein Ratzfatz. Ja, okay. Ich muss jetzt taktieren und besser planen und ordentlich machen hier, damit der Kampf klappt. Ein super Tank auf Izzy. So, das war vielleicht nicht gerade die beste Idee, aber komm, wir müssen es schaffen. So, der haut auch ordentlich rein. Ja, 2 gegen 1. Das ist natürlich nicht sehr fair, aber ich werde mich natürlich aufs Radikal konzentrieren. Wenn das besiegt ist, dann können wir uns ums Ratzfatz kümmern. Oha, stimmt. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Oha. Schlecht. Mein lieber Specht. Lea, ist die effektiv? Ist die vom Typ der effektiven Sorte? Kann die da was ausrichten? Liebe Grüße von mir. Kann sie die ausrichten? Die Angst dann mit einem Mogelhieb auf Radikal. Na komm, das ist doch eine ganz radikale Handlung hier. Muss doch klappen hier. Oha. Von wegen. Scheiß tut sie. Ja, gut. Hab ich gesagt. Ja gut, ich hab gesagt. Da hab ich mich wohl geirrt. Mal wieder. Kratzer. Okay, das Ratzfratz auch ein bisschen geschadet. Initiative von Lea sinkt. Tackle. Oha, das sieht gefährlich aus. Kratzer auf Radikal. Versuchen wir mal das. Vielleicht klappt das besser. Och, diese Schwings hier. Komm, setz doch mal ein. Wir wollen hier keine abenteuerlichen Aufnahmen von der Kamera oder was. Kratzfurie. Oh, shit. Mein Maskottchen. Nein. Lea wurde besiegt. Nicht meine Lea. So, Hoodie. Vielleicht kannst du da irgendwas anrichten. Effektiv. Wirkungslos, effektiv. Rasierblatt ist also effektiv. Dann versuch's mal. Das war nicht sehr effektiv, aber super Plan. Ach du Schande. Tackle noch dazu. Halleluja. Meine Fresse. Oh. Jetzt greift alle auf einmal an. Gute Sache hier. Aber Alter, hauen die ordentlich rein hier. 4 Supertränke habe ich. Einen jetzt hier gerade auf Hoodie eingesetzt. Also war es noch 3. Holla die Waldfee. Wir dürfen eigentlich das Ratzfratz gar nicht besiegen. Weil dann ruft er gleich die Nächsten. Das ist also sehr, sehr nicht empfehlenswert, den zu besiegen. Der hält ordentlich was auf, der Radikal. Ach komm, lass mich noch einmal angreifen hier. Tackle. Meine Güte. Rasierblatt hier. Zack, zack, damit ist das Ratzfatz besiegt und das Radikal auch schon zur Hälfte. Mehr als die Hälfte. Okay. Das wird ein super Kampf. Ich habe noch 3 Supertränke. Einen setze ich jetzt ein. Da waren es nur 2. Ich ziehe ordentlich ab hier. Wir haben auch noch Ben notfalls als Absicherung. Aber das ist nicht wirklich eine Absicherung. Das würde ich nicht unbedingt als Absicherung zählen. Der ruft bestimmt gleich eine Verstärkung. Na komm. Ein Biss.
Huha! Ist zurückgeschreckt. Was? Zurückgeschreckt? Gibt's doch hier gar nicht. Komm, komm, komm. Hey. Hier wird nicht zurückgeschreckt. Hier. Mei. Noch ein super Tank hier. Haben wir nicht mehr viele von. Na komm. Wir haben es doch schon so gut geschafft. Werden wir auch noch weiter schaffen hier. Na komm. Na komm. Streng dich ein bisschen an. Bautz. Streng dich an, Hoodie. Und einmal hier. Ordentlich. Zu langen hier. Rasierblatt. Bats. Ja, das sieht doch schon gut aus. Ich mach Ruski-Tiski und hau noch einmal drauf. Ein Biss. Ja, komm, Rasierblatt. Mach. Volle Möhre. Ja, nice. Besiegt. Ja, da haben wir es geschafft. Hoodie erhält einige Erfahrungspunkte. Nicht nur einige, sondern sehr viele. Und erreicht Level 15. So, dank des EP-Teilers auch der Rest. Wenn erreicht Level 12, obwohl er nicht mitgekämpft hat. Und du besiegst Radikal, Herrscher! Nice! Verstanden, so sieht's aus. Radikal ist in den tiefsten Tiefen der Höhle verschwunden. Eine großartige Demonstration deiner Fähigkeiten als Trainer. Ja, soll ich euch was sagen? Das war jetzt keine Neuerung. Ist zwar natürlich was anderes als in Pokémon Sonne mit dem Donald Trump hier als Endgegner, aber soll ich euch was sagen, in Pokémon Mond, also nicht in Pokémon Ultramond, sondern in Pokémon Mond, gab es auch den Radikal hier als Gegner. Genau so war das. Genau so ist es. Tja, bisher keine Neuerung, auch in dieser Prüfung. Also, du hast das Herrscher-Pokémon besiegt, das ich so hart und eifrig trainiert habe. Da verschlägt es mir fast die Sprache. Du hast meine Prüfung gemeistert mit deinen Pokémon wirklich mit Bravour. Was? Du hast meine Prüfung gemeinsam mit deinen Pokémon wirklich mit Bravour gemeistert. Du bist echt ein vielversprechender Trainer. Zwangvieh, herzlichen Glückwunsch. Jetzt nimm den Z-Kristall aus dem Sockel. Mach ich doch. Da haben wir unseren ersten Z-Kristall, unseren zweiten. Einen haben wir wohl schon irgendwie von dem Schutzpatron der Insel bekommen. Badass, Prüfung bestanden. Nice. Du erhältst den Z-Kristall Normium Z. Normium Z wurde in der Z-Kristalltasche verstaut. Was du gerade erhalten hast, ist der Z-Kristall des Typs Normal. Du kannst ihm Mauzi geben. Er wird auch Normium Z genannt. Du solltest ihm unbedingt einen Pokémon geben, das normale Attacken einsetzen kann, wie zum Beispiel Mauzi. Das ist der Move, mit dem du den Z-Kristall einsetzen kannst. Du musst nur noch diese elegante Pose einnehmen und schon entfesselst du mit normalen Attacken die fulminante Z-Kraft. So viel dazu. Nun weiter im Text. Ach ja, da fällt mir noch etwas ein, das ich noch nicht erwähnt habe. Das Herrscher-Pokémon in den Gebieten, in denen die Prüfungen abgehalten werden, erwartet dich immer ein besonders starkes Pokémon. So wie Radikal gerade eben. Naja. Also sonderlich stark war das jetzt nicht. Also es war stärker als alle anderen, aber kann man das stark nennen? Ja, kann man sich drüber streiten. Außerdem unterstützen die Pokémon in Alola einander gegenseitig, was dazu führt, dass sie im Kampf oft andere Pokémon zu Hilfe rufen. Und du darfst jetzt die Pokémon in der Höhle fangen, da du ja den Herrscher besiegt hast. Nimm die Superbälle zur Feier des Tages. Du hast 10 Exemplare des Items Superball. Das finde ich doch ganz super hier, dass ich ein paar Superbälle erhalten habe. Was für ein Wortwitz. Superbälle wurden in der Itemstasche verstaut. Superb! Denn Pokémon haben bravös gekämpft. Warte, ich mach sie mal eben fit. Ich bedanke mich dafür. Ich würde dir gerne etwas Spannendes zeigen. Komm mal bitte auf die Route 2, 3. Das war 3. Nein, wir fangen uns jetzt keine Pokémon. Oh, der Rotom-Pokédex meldet sich zu Wort. Prüfung bestanden. Das war ein großartiger Kampf. Ja, 2 Optionen zur Auswahl. Das war leicht. Das hat Spaß gemacht. Leicht war es nicht. Ich würde weder noch antworten. Naja, es hat schon irgendwie Spaß gemacht, aber ein anderes Herrscher-Pokémon hätte mir mehr gefallen. Na komm, ich sag mal, das hat Spaß gemacht.
Für dich war es also ein Kinderspiel. Ja, ja. Es war schon irgendwie ein Kinderspiel. Oder einen dritten Versuch brauchte ich gar nicht. Oh, die schon wieder. Beeindruckend. Du hast dir zusammen mit deinen Pokémon den Glanz des Selbstkristalls einverleibt. Eine kleine Neuerung. Neuerungen müssen erwähnt werden. Das muss ordentlich rausgenommen werden. Das muss ordentlich hervorgehoben werden. Die kleinen Neuerungen müssen ordentlich erwähnt werden, wenn sie schon klein sind. Die Alolaner erlangen also eine mysteriöse Kraft, die sie Zeitkraft nennen, indem sie völlig ohne fremde Hilfe verschiedene Prüfungen bestehen. Sehr interessant. Ja, könnt ihr euch mal vorstellen. Das wäre mir ganz lieb. Und all das reichen sie aus eigener Kraft. Eine wirklich beachtliche Erleichterung. Wir dagegen sind voll und ganz auf die Mittel der Wissenschaft angewiesen, wenn wir vor einem Problem stehen. Es freut mich, dich kennenzulernen. Mein Name ist Mirin. Mirin, ja, genau so heißt sie. Und er hier. Und ich heiße Sidrion. Und ich heiße Sidronia. Wie lautet der Gruß der Region noch gleich? Ach ja, hallo da. Nicht ganz. Ein bisschen so, aber nicht ganz. Wir untersuchen aus gewissen Gründen die Z-Kristalle, für die Alola so berühmt ist. Wir haben außerdem großes Interesse an diesen Pokebällen, die ihr hier benutzt. Sollen wir uns in Zukunft wieder begegnen, hoffe ich auf eine gute Zusammenarbeit. Ja, Alola. Okay, die Typen sind schon irgendwie sehr speziell. Oha! Da greift direkt ein wildes Pokémon an. Und hindert uns am Weitergehen. Ein Ratzfratz, das möchte wohl gefangen werden. Aber nein, 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 ich werde mir keinen Ratzfratz fangen. Nein! Aus Ratzfratz, nein, ich fange dich nicht. Flucht gescheitert. Was? Nein, nicht so ein Dackelblick. Mach doch nicht so einen Dackelblick. Ich werde dich nicht fangen. Nein. Ich nehme dich nicht in mein Team. Nein. Aus. Böses Ratzfatz. Nein. Flucht gescheitert. Nein. Ich werde dabei. Nein. Ich fange dich nicht. Nein. Vergiss es. Ich fange dich nicht. Nein. Mein Team bleibt ohne ein Radikal. Ein Ratzfatz vor allem. Ein Radikal? Vielleicht schon. Eher als ein Ratzfatz, aber auch nicht. Ein Dickter wild erscheint. Jo, okay, darüber könnte man nachdenken. Dickter im Team. Dicktri ist schon mega stark. Ist ein Boden-Pokémon, das haben wir glaube ich noch nicht. Haben wir noch keinen Boden-Pokémon im Team. Ich würde sagen, erstmal nicht. Ich überlege es mir noch. Ich kann ja noch mal zurückkommen und das Dickter fangen. Scheint es ja auch zu geben. Aber erstmal nicht. Nein, danke. Flucht gescheitert. Was? Soll ich mir wohl nochmal überlegen, oder was? Na komm. Wir brauchen Boden-Pokémon. Also, komm ins Team. Ich nehme dich. Außerdem siehst du mit deinen blonden Haaren sehr schön aus. Mit den dünnen Haaren sieht das sehr schön aus. Das Alola Dicktri muss ich unbedingt im Team haben. Ja, das sieht dann schön aus. Es kann auch einiges. Was? Besiegt? Nein! Naja, hat sich das wohl erledigt mit dem Team. Naja, wäre cool gewesen. Ja, vielleicht keine Ratzfratz. Und auch keine. Na doch, ein Ding da will ich aber. Route 2. Wir wollen auf Route 3. Das machen wir im nächsten Part. Ich würde mal sagen, Daumen nach oben, sollte euch dieser Part gefallen haben. Im nächsten Part geht auf die Daumen nach oben Taste und macht sie kaputt. Ist gar keine Taste, aber macht euer Display kaputt. Rammt es ein. Rammt den Daumen nach oben. So ungefähr. Auch diesen Knopf könnt ihr kaputt machen. Ist zwar kein Knopf, aber ihr könnt ihn kaputt machen. Gehabt euch wohl. Haut drinne. Ciao.